Leute! Hi! Ja, heute kommt der Haul, sozusagen, also der Einkauf, was ich eingekauft habe. Eigentlich wollte ich ja aufnehmen, wie ich einkaufen gehe und so weiter, so ein bisschen halt filmen. Nur das Blöde war halt, meine Mutter war noch mit meiner Tante beim Arzt und dann bin ich halt alleine gefahren und habe das Tablet vergessen. Und ich wollte sowieso alleine nur kurz in den Fressnapf hüpfen. Habe ich halt Toffee mitgenommen und bin mit dem Bus gefahren. War auch stressig, das so, ich musste schnell machen, damit ich den Bus noch bekomme. Und eigentlich wollten wir dann noch einen anderen Zoo, also ich wollte dann noch einen anderen Zoo-Geschäft, was dann aber zu hatte. Also deswegen ich eigentlich losgefahren bin. Aber dann hatte zum Glück der Fressnapf auch das, was ich haben wollte, außer das, wo ich als erstes hin wollte, das Futter da, das hat kein anderes Zoo-Geschäft. Und ja, Teddy radelt gerade im Rad und frisst, gerade und putzt sich. natürlich nicht beides gleichzeitig. Aber ja, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich mir so gekauft habe. Und ich glaube, wir fangen erstmal bei dem größten an. Und zwar ist das Chinchilla-Sand. Und zwar diese Sack hier. Oh Gott. So. Der ist mega gut. Ich kann den echt nur empfehlen. Der ist echt super gut. Also echt mega gut. So. Da sind 2,5 Kilogramm Sand. Und Chinchilla Badesand. Natürlich gesund. 5 von Rosenlöcher. Da. Der ist eigentlich mega gut. Ist zwar nicht so billig, aber es geht. Also der ist gut, wirklich. Also ich finde ihn sehr gut. Glitzert auch so ein bisschen. Ja. Dann habe ich noch drei andere Sachen geholt. Also einmal Hamstertraum. Futter, da der Zuhandel. Das halt auch benutzt hat für ihre Hamster. Und wir haben den ja leider aus dem Zuhandel. Weil wir uns so in den verliebt haben. Das ist von Bunny. Hamstertraum. 600 Gramm. Dieser kleine Goldie. Goldhamster drauf. Und ja, der hat Hamstertraum drauf. Hamstertraum drauf. Und ja. Genau. Eigentlich sehr gutes Futter. Da sind schon Mehlwürmer drinne. Ist eigentlich sehr gut. Weil wir das schon benutzt haben, haben wir uns gedacht, dass wir das dann auch mal benutzen. Oder kann ich das mal hier so. Oh mein Gott, das ist schwer. Der Sandsack ist echt schwer. So, also, das kann ich eigentlich einfach nur empfehlen. So. Dann noch zwei Tüten Maiskolben, also insgesamt 6 Maiskolben. Weil sind sie hier so bunt. Und bevor jetzt irgendein Klugscheißer von euch sagt oder schreibt in den Kommentaren, sorry für Klugscheißer, aber schreibt, dass das ungesund ist oder dass da Farbpigmente drin sind, das stimmt nicht. Denn es gibt diese Dinger, sag ich mal, jetzt wirklich in der Natur. Schaut euch einfach mal ein paar Videos darüber an. Es gibt diese Maiskolben sind eigentlich das, was am Anfang in der Natur so da war. Das ist nichts genmanipuliertes oder so. Gar nichts. Möhren waren früher auch weiß oder ganz rot oder rosa oder so. Ja.
Also, wer schreibt das jemand in die Kommentare? Dann raste ich aus. Ja, sicher seht ihr das nochmal. Also, das von Vitakraft Minipop heißt das Vita Plus. Für alle Naga pur zu, ja. Genau. Ja, das finde ich eigentlich sehr empfehlenswert. Ich habe es bei meinem ersten Hamster benutzt, bei meinem zweiten nicht, da er ja nicht so lange gelebt hat. Aber, ja, ging. Unter die Beklettern. Und, was, also ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich möchte meinen kleinen Hamsti einen neuen Käfig kaufen. Oh, er leckt die Scheibe ab. Einen neuen Käfig kaufen. So, jetzt habt ihr nochmal die ganzen Merken. So. Dann könnt ihr euch das vielleicht auch kaufen, wenn ihr auch gutes Futter und guten Sand haben wollt. Den Sand tue ich jetzt einfach mal weg. So. Scheiß drauf. So. So. Und zwar habe ich ein Foto davon gemacht. Und zwar ist dieser Käfig 1,20 groß. Hat aber leider keine Schiebetüren. Und zwar ist das dieser hier. Der ist 1,20. Und es ist ein Starterzelt drinnen, was wir aber nicht brauchen. Also der ist echt riesig. Und den würde ich dem halt gerne kaufen. Dann verkaufe ich meinen. Aber es ist halt da oben, wie man da sieht. Wartet. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt das Foto nicht gesehen. Da. Das ist so ein Holzrahmen. Und ja, der ist halt nicht sehr stabil. Da ist dann noch irgendwie so Gitter drauf. Was nicht wirklich gutes Gitter ist. Oder eigentlich nur, ja, also es ist kein richtiges Gitter. Und ja, wir werden dem dann das vielleicht, den vielleicht kaufen am Montag. Aber wir wissen es noch nicht, da uns das noch nicht so richtig wirklich gefällt mit dem Deckel, weil man muss den dann abmachen. Und wenn man dann was drauf hängt, dann geht das wieder hoch. Also man kann ihn dann nicht vom Boden her so rausschnappen oder halt, wenn er irgendwie, weiß nicht, auf der Hängematte ist, dann hängt man das ja schon oben fest, aber man kann den dann ja nicht rausholen, weil der sonst so abkippt. Ja, das fände ich halt nicht so wirklich. Und ja. Naja, das war eigentlich unser Rummel. Unsere Kaufsachen. Und wie gesagt, den Käfig, da wissen wir noch nicht wirklich. Einmal den Sand. Einmal die Maiskolben. Und Hamstertraum! Ja. Da tue ich ihm jetzt auch direkt was rein, weil er hatte kein Futter mehr. Gar keins mehr. Leer. Ganz leer. Und deswegen kriegt er das jetzt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.